Ja, dann möchte ich beginnen, organproduktive Maßnahmen, und möchte voranstellen, und das ist mir ganz wichtig, dass zunächst einmal unabhängig von einer Organspende die Organproduktion, das heißt also die Wiederherstellung von Organfunktionen oder auch wieder Erlangung sozusagen der Organfunktion. Dieses scheiß Webinar noch. Ich glaube, da ist gerade im Moment noch jemand mit im Orbit sozusagen. Vielleicht einmal die anderen Mikrofone alle ausstellen. Da hatte ich jetzt gerade noch einen Ton mit auf dem Ohr. Also unabhängig von einer Organspende ist die Organprotektion, nämlich das Wiederherstellen von Organfunktionen oder das Beibehalten von Organfunktionen, natürlich das Ziel jeglicher intensivmedizinischer, intensivtherapeutischer Maßnahmen. Und in der Regel ist diese Organprotektion eine patientenzentrierte, also auf das Wohl des Patienten gerichtete Therapie, die dann im Falle eines Hirnfunktionsausfalls natürlich in eine potenziell spenderzentrierte Therapie, also nicht mehr zum Wohl des eigentlichen Patienten, sondern eher schon empfängermotiviert letztendlich in diese Maßnahmen übergeleitet wird. Wir haben früher von spenderzentrierten Therapie gesprochen. Maßnahmen trifft es besser, weil hier es eben nicht mehr um den Patienten an sich in einer Therapie geht, sondern Maßnahmen, die dem potenziellen Empfänger dann schlussendlich dienen. Wichtig ist mir auch voranzustellen, dass weder das Ziel, nämlich die Organprotektion, noch die Intensität zur Erreichung dieses Ziels durch Intensivmedizin, durch intensivmedizinische Maßnahmen sich ändert. Das heißt, also wenn wir in der patientenzentrierten Therapie sind und irgendwann auf diesem Wege eine infauste Prognose mit einem primären oder sekundären Hirnschaden sehen, dann sind wir in dieser Phase in der Intensität so lange mit einer organprotektiven Therapie von Haus aus in der Intensivmedizin hier behaftet. Und wenn der Hirnfunktionsausfall erwartet oder bereits vielleicht festgestellt ist, dann ändert sich eben die Zielsetzung unserer maximalen Therapie auf der Intensivstation in eine spenderzentrierte Richtung. Und hier würden wir heute eben nicht von organprotektiver Therapie spenderzentriert, sondern von organprotektiven Maßnahmen sprechen. Das heißt aber auch, dass durchaus auf dem Weg zum Hirnfunktionsausfall, der durchaus mal weiter weg sein kann, wenn wir eine primäre oder sekundäre Hirnschädigung haben, das heißt, dass sozusagen die Sichtweise von patientenzentrierter Therapie in schon eine spenderzentrierte Therapie die Grenzen ein bisschen verschwimmen und ein bisschen nicht mehr ganz klar abgrenzbar sind. Das kann, wie gesagt, vor allen Dingen dann passieren, wenn der Hirnfunktionsausfall nur, wenn überhaupt vermutet oder noch erwartet wird, aber möglicherweise auch gar nicht eintritt. Das ist deswegen so wichtig, auf dieser Nomenklatur so ein bisschen sich zu berufen und auch darauf einzugehen, weil es natürlich Implikationen hat, wann besprechen wir eigentlich, welche Therapie wir machen, sozusagen mit den Angehörigen. Die müssen natürlich wissen, wann sind wir nicht mehr rein patientenzentriert, sondern möglicherweise auch schon spenderzentriert auf eine mögliche Organentnahme sozusagen hier gerichtet. Ich möchte hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Vielleicht können wir das am Ende noch ein bisschen diskutieren. Ich weiß, Professor Hahnenkamp ist, glaube ich, im übernächsten Webinar mit dabei, mit dem Positionspapier zur Spendererkennung. Und da geht es ja gerade auch darum, wann dürfen wir denn eigentlich ansprechen, das Thema Organspende ist sozusagen das erst mit dem Hirnfunktionsausfall der Fall. Die Frage ist ja gar nicht unbedingt, dürfen wir das, sondern wann ist der sinnvolle Zeitpunkt. Aber Sie sehen schon hier, wenn wir schon von patientenzentrierte in eine spenderzentrierte Therapie bzw. Maßnahmen übergehen, dann ist hier gezwungenermaßen schon ein Gespräch auch mit Angehörigen erforderlich. Das heißt, nicht erst mit Feststellung des Hirnfunktionsausfalls dürfen wir oder brauchen wir, sondern wir müssen durchaus schon früher auch mit Angehörigen über diese Thematik reden. In jedem Fall müssen wir, bevor wir uns aus einer Therapie zurückziehen, das Thema Organspende ansprechen, weil es kann ja der Patientenwunsch gewesen sein, natürlich, dass er ein Organspender ist. Und von daher ist das Thema nicht banal, aber sicherlich ganz wichtig, dass wir am Ende noch diskutieren können.
Ja, das konsequente Fortsetzen, da haben wir gute Evidenz durchaus, die zeigt, dass das konsequente Fortsetzen unserer organprotektiven Intensivmedizin bei dem potenziellen Spender der erste Schritt zur erfolgreichen Behandlung auch des künftigen Organempfängers darstellt und dass wir damit funktionelle Schäden und Verluste der zur Transplantation vorgesehenen Organe vermeiden können. Das ist hier 2011 publiziert worden und wir kennen aus Publikationen dann von 2012, dass auch die Anzahl der transplantierten Organe pro Organspender also gesteigert werden kann in ihrer Qualität und Funktion durch die fortgesetzte, nicht nachlassende Intensivtherapie in der Höhe der Intensivtherapie und dass wir damit diese Dinge hier schon verbessern können. Dabei ist es für uns Intensivmediziner jetzt ganz wichtig zu verstehen, was passiert denn eigentlich beim irreversiblen Hirnfunktionsausfall. Und dieser Hirnfunktionsausfall führt zu gravierenden pathophysiologischen Veränderungen, die vor allen Dingen dann, wenn der Patient einklemmt, nochmal besonders ausgeprägt sein können. Und darauf müssen wir als Intensivteam vorbereitet sein. Wir müssen um diese pathophysiologischen Veränderungen Kenntnis erlangen. Insbesondere dann, wenn wir nicht in großen A-Häusern mit großer Neurochirurgie, Neurologie dieses Patienten gut auch tagtäglich behandeln, dann ist das schon auch mal oder kann es ein Kolibri sein, der es uns letztendlich kalt erwischen kann, wenn wir diese Veränderung nicht kennen. Und wichtig ist eben, dass diese Veränderung die Funktionsfähigkeit aller Organe, das heißt also auch der potenziell zu spendenden Organe beeinflussen kann. Und was passiert jetzt bei so einem Hirnfunktionsausfall? Das dominante Thema ist die Hirndruckerhöhung durch Hirnschwellung. Das heißt, ein Anstieg des intrakraniellen Drucks über den mittelarteriellen Druck, den das Herz aufbringen kann, hinaus, sodass dieser Hirndruck größer wird als der mittelarterielle Druck, als Perfusionsdruck. Und somit der zerebrale Perfusionsdruck deutlich abnimmt bzw. zum Erliegen kommt. Und wir dann die Situation haben, dass Großhirn, Kleinhirn und der Hirnstamm keine Perfusion mehr haben, also einen Perfusionsstillstand, damit einen Funktionsstillstand in dem Gehirn. Und dieser Funktionsstillstand und auf dem Weg dorthin setzt im Prinzip proinflammatorische Zytokine frei. Wir haben es mit einem inflammatorischen Syndrom zu tun. Freisetzung von exzessiven Katecholaminen in dieser Phase. Gleichzeitig sehen wir einen Abfall von Cortisol, von Insulin, vor allen Dingen der Schilddrüsenhormone T3 und T4, T3 noch mehr als von T4. Und dieser Ausfall dieser Hypothalamus und der Hypophysen und dieser Achsenverbindung führt dann vor allen Dingen zu einer fehlenden Sekretion von antidiuretischem Hormon. Und das aggraviert dann letztendlich diese hämodynamischen und metabolischen Entgleisungen, die wir dann auf der Intensivstation sehen und die sehr überraschend verlaufen können. Ich möchte gleich voran hier zwei Dinge schon stellen, die jetzt in der Therapie anders sind, als wir sie normalerweise machen würden, wenn es nicht um das Thema Organspende geht. Wir wissen aus Publikationen, dass bei diesem zu erwartenden Anstieg proinflammatorischer Zytokine positive Effekte auf die Transplantatfunktion gegeben sind, wenn wir frühzeitig, und das heißt eigentlich dann zum Zeitpunkt des IHA-Ausfalls, um dann wirklich auch eine Abgrenzung zur patientenzentrierten Therapie treffen zu können von Methylprednisolon. Ich habe noch eine weitere Folie unmittelbar, also später nochmal, da ist auch die Studie mit drauf. Es geht da vor allen Dingen um die Hochregulation von Inflammation in der Leber. Und die können wir also sehr gut unterdrücken durch diese IV-Bolusgabe, durch Methylprednisolon, ein bekanntes Schema mit 250 Milligramm als Bolus, gefolgt von einer kontinuierlichen Infusion mit 100 Milligramm. Auf der anderen Seite auch möglich mit 100 Milligramm Hydrokortison als Bolus in der Empfehlung, gefolgt von 12,5 Milligramm pro Stunde kontinuierlich. Also, das ist ein Unterschied in der Therapie, die sich direkt aus Publikationen heraus ergeben, die einen positiven Einfluss von Methylprednisolon vor allen Dingen in Bezug auf die Leberfunktion dann beim Empfänger darstellt. Das zweite ist eine Empfehlung, ein Therapieversuch von T3 und T4 bei hämodynamisch
instabilen Spendern. Das sind vor allen Dingen dann, wenn diese potenziell Herzspender sind mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion, also EF unter 45. Hier hat es sich durchaus als positiv erwiesen, wenn hier Bolustherapie von T3 und oder T4 gegeben wird, also T3 mit 4 Mikrogramm als Bolus, gegebenenfalls dann eben eine Infusionstherapie mit 3 Mikrogramm pro Stunde oder 20 Mikrogramm T4 mit 10 Mikrogramm pro Stunde intravenös als Perfusotherapie. Routinemäßig kann das sicherlich nicht sozusagen hier empfohlen werden, weil hier wirklich aussagekräftige, prospektiv randomisierte Studien fehlen. Das gilt natürlich insgesamt auch für die Therapie bzw. die organprotektiven Maßnahmen. Wir haben keine wirkliche gute 1A-Qualität sozusagen in der Evidenz, jedenfalls nicht viel davon. Viele Dinge, auf die ich mich jetzt berufe und die empfohlen werden, sind schlussendlich auch Empfehlungen, Expertenmeinungen, die sich natürlich aus der normalen Intensivmedizin erst einmal heraus ergeben und für den Organempfänger nicht schlecht sein kann. Auf der anderen Seite haben wir eben mit dem Methylprednisolon und mit diesem Hinweis T3, T4 durchaus wirklich spenderzentrierte Empfehlungen. Nur nochmal zu dem Ausfall dieser zentralen Regulationsmechanismen, der zu massiven pathophysiologischen Veränderungen führt. Da haben wir vor allen Dingen 4 Organbereiche, nämlich die Hämodynamik, der Hormonhaushalt, die Körpertemperatur und die Lungenfunktion, die wir jetzt im Folgenden auch noch einmal beleuchten wollen, um hier zu wissen, auf was wir uns hier einzustellen haben. Und unser Behandlungsregime auf der Intensivstation muss diesen Veränderungen dann Rechnung tragen. Und das sind vor allen Dingen nach Ausfall dieser zentralen Regulationsmechanismen die myokardiale Dysfunktion mit dem erniedrigten Herzzeitvolumen und dann die 6 Hs mit Hypotension, Hypovolemie, Hypokaliämie, eine Hypernatremie, die Hypothermie und die Hypokapnie, die uns in unterschiedlichen Intensitäten begegnen können und auf die wir alle, die wir also erst einmal einschätzen müssen und dann in unterschiedlicher Art und Weise auch therapieren müssen. Ja, wenn wir also diesen Ausfall dieser sympathoadrenergen Gefäßregulation, und das betrifft im Wesentlichen den Gefäßwiderstand, wenn wir den nicht behandeln, dann entwickelt sich unbehandelt eine Hypotension und dadurch auch aggraviert eine relative Hypovolemie. Ziel all unserer organprotektiven Maßnahmen muss es daher sein, diese Wiederherstellung eines ausreichenden Perfusionsdruckes im Sinne eines arteriellen Mitteldruckes und einer Normovolemie zur Aufrechterhaltung der Organperfusion zu ermöglichen. Und wenn wir einmal in den pathophysiologischen Kreislauf einsteigen, was passiert bei dem irreversiblen Hirnfunktionsausfall? Vorwiegend haben wir es erst einmal mit einem relativen und absoluten Mangel zu tun, vor allen Dingen dann, wenn hier das antidiuretische Hormon nicht mehr ausgeschüttet wird. Das führt zu einem exzessiven Volumenverlust und dieser Volumenmangel zu einer Makrozirkulationsstörung. Und diese Makrozirkulationsstörung, die muss der Körper begegnen. Und verringerte oder erhöhte Makrozirkulationsstörung bedeutet letztendlich ein verringertes Herzzeitvolumen durch geringere Vorlast. Und das ist ja eine wichtige intensivmedizinische Formel, die nicht immer in unseren Köpfen ist, aber sicherlich den Zusammenhang sehr illustriert zwischen Druck, Widerstand, hier mal als systemvaskulärer Widerstand bezeichnet, und dem Herzzeitvolumen, also der Stromstärke. Das heißt, wenn wir also ein verringertes Herzzeitvolumen haben, dann haben wir, weil das hier ein Produkt ist, gleichzeitig auch einen verringerten mittelarteriellen Druck. Und dieser verringerte mittelarterielle Druck kann der Körper nicht so belassen. Das heißt, er wird durch Vasokonstriktion, durch Anheben des Widerstandes versuchen, diesen mittelarteriellen Druck zu erhöhen. Dann sind wir erst einmal natürlich für Hirn und vor allen Dingen für auch die perfusionsabhängigen, druckabhängigen Organe wie Niere froh, dass der Druck steigt. Und auf der anderen Seite sehen wir hier schon, dass das Herzzeitvolumen fällt und das Herzzeitvolumen natürlich eine unheimlich wichtige Determinante im Sauerstoffangebot darstellt. Das heißt, durch die bloße Vasokonstriktion und Erhöhung des MAPs haben wir noch nichts gewonnen, hat der Körper noch nichts gewonnen. Im Gegenteil, wir kommen hier zu einer Störung der Mikrozirkulation. Und Störung der Mikrozirkulation heißt dann, dass hier die Zellen in einen anaeroben Stoffwechsel übergehen müssen.
dabei vasoaktive Metabolite ausschütten, das zu einer weiteren Dysregulation der Widerstandsgefäße führt. Wir kennen das Capillary Leak aus der Sepsis, auch hier in diesem Fall dann zu einem Endothelschaden mit einem interstitiellen Ödem kommt. Und dann haben wir so ein bisschen den Schluss, dass ja, Perpetuierung dieses Kreislaufs mit einer erneuten Vasodilatation aufgrund dieser vasoaktiven Metabolite. Und aus dem absoluten Volumenmangel kommt jetzt zusätzlich noch ein relativer Volumenmangel dazu, der dann vor allen Dingen darin mündet, dass wir hier am Ende eine, ja, nicht nur Störung der Mikrozirkulation, sondern eine Multiorgan-Dysfunktion bis hin zum Multiorganversagen vorfinden. Und das betrifft natürlich insbesondere gerade die Organe, die ja potenziell für eine Spende vorgesehen sind. Das heißt, diesen Kreislauf müssen wir durchbrechen. Und dazu ist es wichtig, sich noch einmal vor Augen zu führen, welche Determinanten, welche Möglichkeiten haben wir denn einzugreifen und wo sind denn eigentlich die Determinanten des Sauerstoffangebots und Verbrauchs. Das geht ein bisschen in die Physiologie, für den Intensivmediziner natürlich Alltag. In der Therapie, hier bei den Maßnahmen, müssen wir uns vor Augen führen, dass das Sauerstoffangebot abhängig ist vom Gehalt an Sauerstoff im Blut und dem Herzzeitvolumen. Und wenn wir uns den Gehalt anschauen, dann haben wir hier den Hämoglobingehalt und natürlich die dazugehörige Sättigung, also wie gut ist dieses Hämoglobinmolekül mit Sauerstoff gesättigt und dem Herzzeitvolumen. Und daraus wird ersichtlich, dass wir diese drei Determinanten letztendlich haben, die wir beeinflussen können und beeinflussen müssen, um das Sauerstoffangebot an die Organe adäquat und optimal letztendlich zu nutzen. Erstes Determinante wäre das Hämoglobinmolekül. Das heißt, wenn das zu niedrig ist, dann wäre das Sauerstoffangebot gefährdet durch eine anämische Hypoxie. Das heißt, hier ist immer die Frage, wann transfundieren wir denn eigentlich bei den spenderzentrierten Maßnahmen? Es gibt keine Hämoglobinkonzentration, die als unabhängiger Prädiktor für eine erfolgreiche Organtransplantation zu stellen wäre. Wir müssen hier immer die optimale Sauerstoffversorgung der Organe versus eines potenziellen Risikos letztendlich dann abwägen. Wir kennen die potenziellen Risiken, wir transfundieren hier hochimmunologisch wirksame Medikamente, wenn man so möchte, also Erythrozytenkonzentrate in dem Fall, die natürlich auch für die Spenderkonditionierung Folgen haben können. Auf der anderen Seite sehen wir hier schon an diesen drei Determinanten, wenn wir ein gutes HZV haben und eine gute Oxygenierung über die Lunge, dann können wir HB deutlich niedriger akzeptieren. Wenn wir aber einen möglicherweise schon etwas älteren potenziellen Organspender haben, der kein gutes HZV mehr hat, dann werden wir zur ausreichenden Sauerstoffversorgung Angebot dann HB-Wert. Das heißt, die Transfusion, und so sind auch die Empfehlungen, sollten sich an den allgemeinen Richtlinien der Hämotherapie mit Blutkomponenten orientieren. Da gibt es im Wesentlichen keine definierten Zielwerte. Kommen wir zur hypoxischen Hypoxie. Das heißt, unsere Patienten sind in diesem Falle bereits beatmet und natürlich gilt es hier vor allen Dingen eine adäquate Beatmungsform zu wählen. Und dann haben wir noch die dritte Determinante, die zirkulatorische Hypoxie, nämlich ganz entscheidend das Herzzeitvolumen, das sich ja zusammensetzt aus einem Vorlastparameter, das heißt das Schlagvolumen, also hier steckt die Volumen mit drin, die Herzfrequenz, die Chronotropie, die das Herzzeitvolumen mit beeinflusst. Und das müssen wir so modulieren, letztendlich über Volumen und Inotropika, möglicherweise eben auch Vasopressoren für den peripheren Gefäßwiderstand, dass wir ein adäquates Herzzeitvolumen haben, und zwar auch dort, wo wir es benötigen, bei den Organen. Zur Volumentherapie vielleicht schon mal ein Wort. Die Hydroxyethylstärke ist, also gibt es schöne Publikationen von Patel 2015 publiziert, und das wundert uns nicht. Es ist ja komplett aus der Intensivmedizin verschwunden. Das hat seinen guten Grund auf die Organdysfunktion, konnte auch schon gezeigt werden beim Nierenempfänger. Das heißt, bei den nierentransplantierten Empfängern haben wir einen Anstieg der späten Organdysfunktion, wenn wir diese Hydroxyethylstärke verwenden. Glücklicherweise
haben wir die gar nicht mehr zur Verfügung in der Regel auf Intensivstationen. Das heißt, wenn wir hier zur Steigerung des onkotischen Drucks Volumenersatzmittel benötigen, dann ist hier in der Regel eher Albumin empfohlen. Ja, und wenn diese Volumentherapie mit Kristalloiden nicht ausreicht, dann sind wir schnell bei Inotropika und oder Vasopressoren. Und gerade beim Diabetes insipidus sehen wir, dass wir hier natürlich einen Volumenmangel haben auf der einen Seite, aber auch mit dem Verlust der sympathoadrenergen Reaktion auch einen Gefäßwiderstandsverlust zu verzeichnen haben, also einen absoluten kombiniert mit einem relativen Volumenmangel. In Deutschland wird am häufigsten das Noradrenalin, das Adrenol, auf den Intensivstationen eingesetzt. Das kennen Sie natürlich, das ist klar, um die Zielparameter möglichst aber so zu halten. Wir wollen ja die Organperfusion in der Mikrozirkulation nicht mit exzessiven Noradrenalinmengen verschlechtern. Von daher müssen wir irgendwo schauen, dass wir im Volumen und Katecholamindosierung in Einklang und in ein gutes Verhältnis setzen. Alternativ kann auch Vasopressin in Dosierung von 0,5 bis 4 Einheiten kontinuierlich gegeben werden. Und wenn wir jetzt dabei angelangt sind, dass wir ein erniedrigtes Herzzeitvolumen haben, was wir im Sauerstoffangebot mit HB und Sättigung nicht mehr erreichen können, dann müssen wir hier zusätzlich auch positive Inotropika geben. Das Dobutamin ist hier das führende Katecholamin in der Intensivmedizin. Wir wissen sozusagen, dass es vor allen Dingen von diesen proinflammatorischen Zytokinen kurz nach dem IHA-Ausfall häufig zu einer linksventrikulären Dysfunktion des Herzens kommt. Das kann auch Organspender betreffen, die bisher eine völlig normale Herzfunktion hatten. Das heißt, es empfiehlt sich hier bei oder auch nach IHA-Diagnostik, aber auch im Vorfeld natürlich schon die Pumpfunktion zu verbessern, um vor allen Dingen diese erst einmal zu erkennen. Das heißt, die Echokardiographie ist da ja hier etwas, was auf den meisten Intensivstationen dazu dann auch zielführend ist. Und auch das kann die Rate eines transplantablen Herzens positiv beeinflussen, wenn wir also die Pumpfunktion im Blick haben und die positive Inotropie daran richten. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn positive Inotropika in größerem Maße sozusagen verabreicht werden, dann sind häufig Herzen schon aus der Allokation ein bisschen schwierig dann letztendlich oder während der Allokation schwierig zu vermitteln. Das heißt, natürlich brauchen wir nicht Dobutamin seriell sozusagen, um die DO2 supramaximal zu halten. Da sollten wir dann zurückhaltend sein. Da brauchen wir in der Regel diese positiven Inotropika nicht. Die können häufig zum Einsatz kommen, gerade in der Initialphase des IHA-Ausfalls, wenn Patienten einklemmen. Ja, und dann haben wir eine Thematik, die wirklich speziell ist und auch in den Empfehlungen ganz klar formuliert wurde. Das gilt das Dopamin. Niedrig dosiertes Dopamin kann die Nierenfunktion nach Nieren- und Herztransplantation verbessern. Dopamin ja ein Katecholamin, das wir in der Intensivmedizin in den letzten Jahren im Prinzip verbannt haben, quasi out zu verwenden. Wir kommen hier am Herzzentrum immer wieder auch in die Lage, dass wenn wir mit konservativen Maßnahmen zur Diurese nicht weiterkommen, auch immer mal wieder auf Dopamin zurückgreifen, mit durchaus auch Erfolg. Und von daher verwundert es nicht, dass es dieses Medikament früher gegeben in der Nierendosis dann möglicherweise auch das Nieren- und Herztransplantations die Funktion verbessert. Das ist hier aus einer Gruppe von Schnülle, von Peter Schnülle aus der Mannheimer Gruppe, die sehr viel publiziert und geforscht haben zu dieser Thematik der Nierenfunktion. Und das ist eine prospektive, randomisierte klinische Studie. Eigentlich muss man sagen, die einzige Studie, die wir wirklich haben, aber mit eben einer doch durchaus guten Qualität. Und hier konnte man eben zeigen, dass zum einen eine gute hämodynamische Stabilisierung mit dem Dopamin erreichen und eine bessere Transplantatfunktion dann beim Empfänger. Dopamin ist zugelassen in der Indikation zur hämodynamischen Stabilisierung. Das ist das eine. Und darüber hinaus, wenn wir die Spenderbehandlung hier mit niedrig dosiertem Dopamin nach Feststellung des IHAs bis zum Beginn der Kälteperfusion durchführen, dann konnte in der Studie hier nachgewiesen werden, dass es dann eine verbesserte Frühfunktion und eine reduzierte Dialysepflichtigkeit von Patienten nach Nierentransplantation zu verzeichnen war.
2017 dann nochmal nachgeschaut, auch aus der Arbeitsgruppe von Peter Schnüle, der das also positiv für das Transplantatüberleben der Nieren nachgewiesen, dieser günstige Effekt auf die renale Frühfunktion beim 5-Jahres-Transplantatüberleben, aber dann, wenn der Organspender mindestens 6 bis 7 Stunden vor der Organentnahme eine Dopamininfusion erhalten hatte. Also das heißt, hier ist die Zeit durchaus sehr relevant, um diesen Effekt dann nachweisen zu können. Es gibt natürlich mögliche, aber auch sofort reversible Nebenwirkungen im Einsatz von Dopamin. Kann die Aussage treffen, dass die Applikation sicher ist. Das ist auch gezeigt worden in der Publikation. Natürlich kann es durch die Stimulation von adrenergen Rezeptoren in 10 bis 15% der Fälle zu einer Herzfrequenzerhöhung kommen und auch zu einem Blutdruckanstieg. Das ist aber dosisabhängig und daher durch Reduktion oder Beendigung dieser Dopamininfusion innerhalb von Minuten reversibel. Und unter Beachtung dieser Abbruchkriterien wurde kein einziger Spender in dieser klinischen Interventionsstunde destabilisiert. Das ist, ja. Es gab eine Subanalyse von herztransplantierten Patienten von US Bank, ebenfalls aus dieser Gruppe, die eine verringerte Mortalität nach Herztransplantation zeigen konnte. Wir haben eine weitere 2016 veröffentlichte Studie von Richmond, dass eine Spendervorbehandlung mit diesem niedrig dosierten Dopamin das Überleben nach Herztransplantation verbessern kann durch eine Reduktion des akuten Rechtsherzversagens. Diese protektive Wirkung, und das ist lange Zeit nicht ganz klar gewesen, das hat Benito Yard 2004 publiziert, die protektive Wirkung von diesem niedrig dosierten Dopamin wird wahrscheinlich nicht über die bekannten hämodynamischen Effekte vermittelt, sondern über ihre antioxidativen Eigenschaften des Moleküls. Und das liegt daran, dass Dopamin anders als die anderen Acetylcholine deutlich fettlöslicher ist, das heißt also in die Zellen diffundieren kann und den Schutz hier intrazellulär additiv zu dieser hämodynamischen Stabilisierung vor allen Dingen dann intrazellulär entfaltet und vor dem Kälte-Ischämie-Schaden dann eben hier ja, schützen kann. Organproduktion mit Dopamin, daher empfohlen seit 2018 von der Deutschen Transplantationsgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, nämlich mit Beginn unmittelbar nach Vorstellung des Hirntodes, um in der spenderzentrierten Therapie zu sein, als perfuse Therapie mit der Nierendosis 4 Mikrogramm pro Kilo und Minute. Applikationsdauer sollte das Ziel über 6 Stunden bis zum Beginn der Kälteperfusion sein. Und die potenziellen Nebenwirkungen, die ich eben schon einmal erwähnt habe, mit Blutdruck und Frequenzerhöhung, auch das kennen Sie als Intensivmediziner. Natürlich, wenn wir Noradrenalin laufen haben, würden wir die Dosis reduzieren bzw. beenden. Das Gleiche gilt für positive Inotropika wie Dobutamin. Und wenn dann noch persistierende Blutdruckwerte über 160 zu verzeichnen wären, dann würden wir den Dopaminperfusor hier halbieren bzw. gänzlich beenden. Ein paar Worte zum Standardmonitoring, die wichtig sind, um nicht nachzulassen in der Intensität unserer organprotektiven Maßnahmen. Standardmonitoring auf der Intensivstation mit dem EKG, der Blutdruckmessung, invasiv oder nicht invasiv, und der Sauerstoffsättigung, müssen wir uns bewusst sein, dass das EKG keine funktionelle Aussage erlaubt über den Kreislauf und den Sauerstofftransport, sondern lediglich über Frequenz und Rhythmus. Genauso wie für den Blutdruck. Das gilt für dieses Verhältnis, dass der Blutdruck abhängige Variante ist eben von dem Widerstand und dem Herzzeitvolumen. Das heißt, allein der Blutdruck macht noch kein gutes Sauerstoffangebot, kein gutes HZV. Es korreliert auch nicht mit dem HZV, der Blutdruck, auch nicht mit dem Volumenstatus und sagt uns natürlich auch überhaupt nichts aus über den richtigen Perfusionsdruck. Das Gleiche gilt für die Sauerstoffsättigung. Immerhin zeigt sie uns eine Determinante des Sauerstoffangebotes an, den wir natürlich adäquat und hoch halten möchten. Aber wir sehen häufig relativ scheinbar stabile Patienten, die wir mit dem Standardmonitoring nicht erkennen würden, wenn wir hier ein großes Mismatch hätten in der Sauerstoffversorgung, im Sauerstoffangebot. Und das ist auch nichts Neues, natürlich auf Intensivstationen. Und es ist so ein bisschen überlassen natürlich, welches hämodynamische Monitoring, erweiterte Monitoring Sie da zur Verwendung nehmen. Ob das die PICO-Technologie ist, also als Thermodilutionsmethode, Kälte,
Thermodilution und dann kontinuierliches Cardiac Output Monitoring letztendlich. Es gibt andere Formen, die Sie auch kennen, zum Beispiel Hemosphere, die sozusagen über den arteriellen Blutdruckmessungen, dann über die Kurvenform schon mal annähernd zumindest mal uns anzeigen, ob wir ein veritables Problem haben mit dem Herzzeitvolumen oder eben, und das ist sicherlich das allererste pragmatische Schauen nach Surrogatparametern für ein erniedrigtes Herzzeitvolumen, nämlich die Willenhöhe-Sauerstoffsättigung als Indikator unter 60 eine kritische Sauerstoffbilanz anzuzeigen oder eben die Laktatmessung bei anaeroben Stoffwechsel auch ein Hinweis auf ein zu niedriges Herzzeitvolumen. Und ob das Laktat über 4 nicht schon viel, viel früher therapiert gehört, das bleibt so ein bisschen Ihnen überlassen. Wir würden hier ab einem Laktat von 3 dann schon schauen, wie wir das Herzzeitvolumen natürlich adäquat therapieren, um es anheben zu können. Kommen wir nochmal zu den endokrinen Veränderungen. Wir haben bei 2/3 bis fast 90% durch die Schädigung der Neurohypophyse kommt es bei den Patienten zu einem Mangel an diesem antidiuretischen Hormon. Das haben wir schon besprochen und diese dadurch ausgelöste Polyurie mit Hypovolemie und konsekutiver Hypernatremie, die letztendlich aus einer hypertonen Dehydratation darstellt, müssen wir begegnen und darauf vor allen Dingen gefasst sein. Das heißt, Volumentherapie ist das eine, die ist ganz, ganz wichtig, um den absoluten Volumenmangel aufzuerhalten, aber dann müssen wir im Prinzip künstlich dieses antidiuretische Hormon mit Minierin, also Desmopressin, frühzeitig ersetzen. Es ist sicher in der Anwendung, frühzeitig auch mit in die Maßnahmen mit aufzunehmen, mit 0,5 bis 4 Mikrogramm intravenös fraktioniert oder aber auch kontinuierlich, wenn es ein extremer Diabetes insipidus ist. Alternativ kann auch Vasopressin verwendet werden. In der Studie von Urs Benk aus Mannheim sehen wir, dass durchaus auch Hinweise gibt, dass die Verabreichung von Minirin, also Desmopressin, in Kombination mit Dopamin bei Organspendern die Organfunktion bei nierentransplantierten Empfängern verbessern kann. Also medikamentöse Therapie des Diabetes insipidus früh und adäquat, aber immer auch mit einer adäquaten Volumentherapie. Und während natürlich fehlende Elektrolyte relativ leicht zu substituieren sind, ist die Korrektur vor allem der Hypernatremie durchaus manchmal anspruchsvoll. Die hypertone Dehydratation im Rahmen dieses Diabetes insipidus, wenn also eine Hypernatremie kombiniert mit einem Volumendefizit aufträgt, dann sollten wir auch frühzeitig und großzügig auch 5%ige Glukoselösungen als indiziert sehen, müssen dann aber engmaschig den Blutzucker kontrollieren, in einem engen Ziel, und so eng ist es gar nicht, mit 100 bis 180 Milligramm pro Deziliter halten und dann bei über 180 dann aber auch gegensteuern. Und wir müssen hier wirklich aufpassen, durch den stark erniedrigten Energieumsatz können natürlich durch die Gabe von großen Mengen an 5%iger Glukoselösung schwere Hyperglykämien dann ausgelöst werden, die dann zusätzlich diesen Volumenmangel durch eine osmotische Diurese aggravieren. Also das mit im Hinterkopf behalten und entsprechend therapieren. Hier habe ich nochmal die Folie mit der Studie von Kotsch, die eine Verringerung der Hochregulation proinflammatorischer Zytokine in der Leber durch die Gabe von Methylprednisolon zeigen konnte. Die beiden Sachen habe ich eben schon einmal gezeigt. Und nun sind wir bei der dritten großen Körperbereich, nämlich der Temperaturdysregulation. Das heißt, durch den Verlust dieser zentralen Temperatursteuerung kommt es zu einem Wärmeverlust, vor allen Dingen durch die Vasoplegie. Und diese Vasoplegie befeuert die Hypothermie. Und dann haben wir es hier nicht selten mit Störungen der intravasalen Geringung und damit auch von Organfunktionen zu tun. Das Herz, das sehr schnell in der Kontraktilität abnimmt im Rahmen der Hypothermie und damit eine Arrhythmieneigung dann zunimmt, nicht selten im Rahmen von dieser Hypothermie auch dann Patienten über die Arrhythmieneigung dann in einen Kreislaufstillstand zu bringen. Und dann sind wir natürlich in der Bedrohung, so ein bisschen entscheiden zu müssen, in Abhängigkeit, wie hoch war der Organspendewunsch, ist hier dann eine Reanimation kurzfristiger Art überhaupt ethisch geboten. Ich denke, je höher der
Wunsch zu einer Organspende ist, wenn er schon formuliert ist, ja. Wenn er noch nicht bekannt ist, muss man hier sicherlich zurückhaltend sein. Die Lungenfunktion stellt ist den letzten Bereich dar, den ich einmal kurz noch beleuchten möchte. Die proinflammatorischen Zytokine, von denen ja schon mehrfach die Rede war, induzieren letztendlich hier eine neurogene Lungenschädigung mit mechanischen Beatmungsfolgen, Aspiration, Atelektasen. Und letztendlich wissen wir aus Trends oder aus Publikationen von 2011, dass allein schon die, ja, das Etablieren von Protokollen dazu geeignet ist, in der Lage ist, die Transplantatfunktion auch von Lungen deutlich zu beeinflussen, sonst also zu erhöhen letztendlich diese Rate von 15-30% auf 25-54%. Das heißt, es lohnt sich, mit dieser Thematik einmal nochmal kurz sich anzuschauen. Die Therapie orientiert sich natürlich hier an den Empfehlungen zur lungenprotektiven Beatmung. Das heißt, hat in Abhängigkeit des Schadens an der Lunge unterschiedliche Muster letztendlich oder Therapieoptionen, die wir greifen sollten. Und die Therapiefunktion. Das heißt also, wir müssen es unbedingt verhindern. Und das ist die wesentliche Erkenntnis aus der ADS-Forschung der letzten Dekaden, ist der beatmungsassoziierte Lungenschaden. Und unser Wissen um die Folgen der Beatmung, dass wir hier also verhindern müssen, das Atelektrauma auf der einen Seite und die Überdehnung auf der anderen Seite. Und dieses Bild zeigt im Prinzip, dass wir mit einer inadäquaten Beatmung, und das ist ja nicht selten der Fall, wenn man ehrlich ist, sozusagen sind wir häufig nicht protektiv. Und es gibt den Crosstalk natürlich, das heißt die Proinflammation durch, ich sag mal, schlechte Beatmung führt dann dazu, dass wir ein systemisches Inflammationssyndrom haben, das dann zum Multiorganversagen führt. Das heißt also, schlechte Beatmung beeinflusst die Organe, die Organfunktion unserer zu transplantierenden möglicherweise Organe, das heißt Organdysfunktion durch mechanische Ventilation. Kommen wir im Prinzip langsam zum Schluss. Therapeutische Richtgrößen sind daher mittelarterieller Druck über 70, die zentralvenöse Sättigung über 70 als Ausdruck, als Surrogat für ein adäquates Herzzeitvolumen, periphere Sättigung größer 92, arterielle Blutgase im Normbereich, Ausnahme, wenn es nicht anders geht, die permissive Hyperkapnie beim Lungenversagen, Körpertemperatur über 35 und dann Laktat unter 3 und Blutzucker, hier haben wir die Millimolangabe, also immer zwischen 100 und 180 Milligramm pro Deziliter. Und jetzt lassen wir noch ein paar empfängerzentrierte Therapieüberlegungen noch anbringen. Wir sind ja aktuell in der Lage, sozusagen mit der Abkopplung der Organe vom Blutkreislauf, also Entnahme sozusagen, wir sind jetzt so ein bisschen schon in der empfängerzentrierten Therapie, kann man vielleicht nicht sagen, aber auch in den Maßnahmen, werden diese Organe bei 4 Grad Celsius gekühlt, in Transportboxen verpackt und dann innerhalb weniger Stunden zum Transplantationszentrum gebracht mit dem Ziel der raschen Transplantation. Das heißt, Ziel des Verfahrens ist die Reduktion des Ausmaßes der Organschädigung. Und trotzdem haben wir es immer mit einer Schädigung von gespendeten Organen letztendlich zu tun. Mit anderen Worten, je länger das Organ auf Eis bleibt, desto stärker sind die Schäden. Und wir haben natürlich dabei auch nicht die Möglichkeit, durch diese Kaltlagerungstechnik funktionelle Beurteilungen durchführen zu können. Und die Schätzungen beruhen ja darauf, dass durchaus weltweit 2/3 der Spenderherzen möglicherweise deswegen auch nicht für Transplantationen genutzt werden können. Und neue Perspektiven eröffnen sich natürlich mit der maschinellen Perfusion von Spenderorganen. Das heißt, wir sind dann in der Intensivmedizin fortgesetzt, noch nach der Entnahme dieser Organe auf dem Weg zum Transplantationszentrum. Und hier möchte ich gar nicht ganz genau drauf eingehen. Letztendlich ist das Ziel, die Nutzung von Spenderorganen, die bislang nicht als geeignet galten oder abgelehnt werden mussten. Es gibt gute Daten im Prinzip, dass die klinische Realisierung dieser Perfusionssysteme für nahezu jedes Organ, Herz, Lunge, Leber, Niere möglich ist. Für die Lunge konnte das relativ frühzeitig schon 2011, 2015 gezeigt werden. Da möchte ich gar nicht
jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit darauf eingehen. Wir sehen sozusagen bei der Leber so ein Perfusionssystem, die normotherme Maschinenperfusion, ein bisschen anderer Ansatz. Da geht es nicht um die Transportzeit letztendlich zu verlängern, sondern um das Organ in dem Transplantationszentrum aufzubereiten und eine Reperfusion letztendlich ex vivo zu ermöglichen, um den Reperfusionsschaden im Empfänger dann abzumildern. Es gibt das von Transmedics eingesetzte OCS, Organ Care System, auf die ich vielleicht ein paar Dinge gerade nochmal, aber ich glaube, das soll auch nochmal dann Bestandteil eines weiteren Webinars sein. Hier geht es im Prinzip um die Aufrechterhaltung des zellulären Stoffwechsels im Zeitraum zwischen Explantation und Implantation, und zwar durch die Versorgung mit warmen, oxygenierten Blut des Organspenders. Das Herz wird hier in einem schlagenden Zustand während des Transports gehalten, und diese Aufrechterhaltung eines nahezu physiologischen Zustandes erreicht durch eine normotherme und vor allen Dingen dann auch pulsatile Organkonservierung. Und dabei werden auch kontinuierlich Funktionsparameter letztendlich als diagnostische Parameter erhoben. Das heißt, wir haben wirklich eine Möglichkeit, hier Lebens- und Funktionsfähigkeit vor der Transplantation noch einmal zu prüfen. Auch Interventionsmöglichkeiten durch Applikation bestimmter Medikamente. Und haben damit eine höhere Nutzungsrate möglicherweise bei qualitativ eingeschränkten Organen. So ist der Versuchsaufbau hier in dem Transmedics Organ Care System, das zunehmend hier und da eingesetzt wird. Hier wird im Prinzip dann mit dem Entnahmeteam vor Explantation heparinisiertes Spenderblut über einen Leukozytenfilter transfundiert in das Perfusionsset, dann mit Priming-Lösungen versetzt, auf 37 Grad erhöht und dann ein künstlicher Herzstillstand des Spenderherzens herbeigeführt. Dann erfolgt die Entnahme, Arterienvenen, die hier nicht notwendig sind für die Maschinenperfusion, dann durch Nähte verschlossen, und eine Kanulierung des Herzens über letztendlich die Aorta und die Pulmonalarterie mit Installation in die sterile Organkammer, und wird dann mit warmem oxygenierten Blut perfundiert und dann durch externe Defibrillation schlussendlich reanimiert. Wir haben es also hier mit der Perfusion in einem offenen Kreislauf zu tun. Und letztendlich gelangt das Perfusat mittels einer Membranpumpe dann aus diesem Reservoir retrograd letztendlich in die Aorta, und dann schlussendlich über diese eingebrachte Kanüle wieder über das Reservoir. Und vor allen Dingen hier kontinuierliche Erhebung von Herzparametern, Bestimmung von Blutgas, Laktatwerten mittels Blutgasanalyse, möglichst dann sozusagen hier auch eingreifen zu können, durch zum Beispiel Erniedrigen und Erhöhen der Rate an zugeführten ultrapulswirksamen Adenosin. Ja, und wenn dann letztendlich das Transplantat sozusagen eingetroffen ist, dann wird schlussendlich wieder ein künstlicher Herzstillstand über Perfusion von Kardioplegie-Lösung bewerkstelligt, die Pumpe des Gerätes ausgeschaltet und dann nach Standardprotokollen letztendlich implantiert. Vielleicht ein letztes Wort noch in dieser Phase, wo das Priming stattfindet. Sie bedarf etwa, bis zu 2 Minuten, muss die Hypotension akzeptiert werden. Da darf nicht gegengesteuert werden mit Cardiflamin-Bolus raten, weil natürlich alles, was hier noch in den Körper des Organspenders kommt, dann auch in dem letztendlich geschlossenen System hier verbleibt. Es ist in der Hinsicht kein offenes System. Das heißt, es kann hier ja nicht diese Medikamente daraus herausgefiltert werden, und da es unterschiedliche Halbwertszeiten gibt, der Katecholamine und aber auch Calcium und so weiter, ist das streng zu vermeiden. Ich möchte nur ganz kurz einen Ausblick über die Ex-Vivo-Hardbox, die hier in Schweden entwickelt wurde. Und letztendlich auch das entnommene Organ während des gesamten Transports hier an eine Kreislaufpumpe angeschlossen wird, wird durchgehend versorgt mit Sauerstoff, 25 Kilo Kühlsystem, Kreislaufpumpe, Oxygenator, auch mit Erythrozyten, Hormonen, Proteinen bestückt. Und schlussendlich
ist das hier eine, ja, im Moment in der Zulassungsstudie, auch hier am HDZ NRW in Erprobung mit weiteren 8 Zentren. Das Ziel dieser Studie ausgelegt auf mehr als 200 Einsätzen, prospektiv randomisiert und möglicherweise eine weitere Möglichkeit dann für Organkonservierung, für längere Transportstätten und dieses zu ermöglichen. Schließe ich ab mit der organprotektiven Intensivtherapie, also differenzierte Volumen-Katecholamintherapie, lungenprotektive Beatmung als weiterer wichtiger Meilenstein. Homöostase muss aufrechterhalten werden, insbesondere die Wärmeverluste dürfen dabei nicht aus den Augen verloren werden. Die Gabe von Methylprednison ist empfohlen, die Gabe von Dopamin ist empfohlen. Das hämodynamische Monitoring muss gegebenenfalls erweitert werden und gegebenenfalls ist auch die Gabe von Desmopressin und Vasopressin erforderlich, in Kombination mit Dopamin sogar protektiv für die Nieren. So möchte ich abschließen, mich erstmal ganz herzlich bedanken und hoffe, wir kommen noch ein bisschen in die Diskussion.